Servus. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und echt cool, eure strahlenden Gesichter wieder zu sehen. Ich komme gerade von draußen, ich habe meine Jacke noch an. Ist das ein geiles Wetter? Mein Gott, Sonnenschein, richtig warm in der Sonne, strahlend blauer Himmel. Die Leute sind viel besser drauf. Ich finde, es sollte immer gutes Wetter sein. Immer. Aber das soll nicht Thema sein. Wir sprechen heute über die nächsten Tipps. Wir haben es groß angekündigt, wir haben es euch versprochen. Und wir sprechen heute über 5 Dinge, die man als Eigentümer vor dem Verkauf einer Immobilie unbedingt beachten sollte. Also, Video wird cool, aber ich würde sagen, bevor wir starten, machen wir uns erstmal einen richtig schönen Kaffee. Intro. Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così. Ich hatte jetzt doch keine Lust mehr auf den Kaffee, während ich das Lied gehört habe, sondern ich habe ein Pizzabrötchen geholt. Aber immer wenn ich Eros Ramazzotti höre, dann muss ich irgendwie mir dieses italienische Flair direkt holen, in Form von Essen natürlich. So, wir starten mal. Ich habe wieder meine schlaue Liste. Ich habe mich wie immer nicht vorbereitet und wir gucken mal, wo es uns hinführt. Wie gesagt, wir sprechen über die 5 Dinge, die man als Eigentümer vor dem Verkauf einer Immobilie auf jeden Fall abklären sollte. Der erste Punkt, den ich auf meiner Liste habe, ist Vorfälligkeitsentschädigung. Gesundheit. Es tut weh, wenn es um die Vorfälligkeitsentschädigung geht. Was ist die Vorfälligkeitsentschädigung? Die Vorfälligkeitsentschädigung fällt dann an, wenn man als Eigentümer bei der Bank quasi ein Darlehen aufgenommen hat, eine Grundschuld, damals vielleicht zur Finanzierung der Immobilie, und innerhalb der Zinsfestschreibungszeit ja, den Darlehensvertrag kündigen möchte. Also kündigen bzw. die Immobilie verkaufen möchte. Und das ist für die Bank natürlich ein Problem. Also die freuen sich natürlich, dass ihr die Immobilie verkauft, aber die sagen sich auch, hey, ich hätte ja eigentlich noch so ein paar Jahre Zinsen gekriegt. Was ist denn damit? Und da greift eben die Vorfälligkeitsentschädigung, die die Bank dann berechnet für die entgangenen Zinserträge. Es kann natürlich sein, je nachdem, wie lange die Zinsfestschreibung eigentlich noch läuft, dass es echt eine teure Sache werden kann. Und da solltet ihr auf jeden Fall, bevor ihr dann die Immobilie verkauft, mal gucken, was da so auf euch zukommt. Punkt Nummer 2 auf meiner Liste ist die Spekulationsfrist. Ja, das klingt sehr spektakulär, ist es aber eigentlich nicht. Die Spekulationsfrist, die gilt für Immobilien im privaten Besitz. Genauer gesagt für Immobilien, die man nicht selber nutzt, sondern die man fremdvermietet, also quasi auch gekauft hat, um Mieterträge zu erzielen. Und es ist so, wenn man innerhalb von 10 Jahren die Immobilie verkauft, dann muss man den Gewinn, den man damit erzielt, Preise haben sich ja ein bisschen geändert, wäre ein Witz, wenn man keinen Gewinn erzielt, dann muss man den Gewinn eben versteuern. Und wenn man die Spekulationsfrist, die 10 Jahre also abwartet und dann verkauft, dann ist der Gewinn eben steuerfrei. Und das ist eine sehr interessante Sache, wartet auf jeden Fall die 10 Jahre ab. Wenn es jetzt nicht gerade ein Notverkauf ist, weil sonst verschenkt ihr Geld. Je nachdem, wie die Preise sich entwickelt haben und was ihr für einen Gewinn erzielt, zahlt ihr natürlich eine gute Summe ans Finanzamt. Ne? Das wollen wir natürlich alle nicht. Also nichts für ungut. Ich würde es den Leuten beim Finanzamt gönnen, aber ich gönne es euch viel mehr. Punkt Nummer 3. Haltet mal Rücksprache mit eurem Steuerberater. Bei dem Thema würde ich jetzt gar nicht so tief eintauchen, denn wir Makler, wir dürfen ja auch gar nicht steuerlich beraten.
Aber sprecht auf jeden Fall mal mit eurem Steuerberater, ob es sich überhaupt lohnt, die Immobilie zu verkaufen. Jetzt mal fernab der Spekulationsfrist und Vorfälligkeitsentschädigung. Es könnte natürlich sein, dass ihr eure Finanzen so aufgestellt habt, dass ihr die Immobilien lieber halten solltet, um die Einkünfte zu haben. Oder man kann ja auch Immobilien haben, um eventuelle Ausgaben zu generieren. Das ist dann Next Level. Da würden wir vielleicht ein anderes Mal drüber reden. Aber wirklich Tipp Nummer 3. Weiht euren Steuerberater mal mit ein. Der soll euch mal bei dem Vorhaben unterstützen und das mal durchrechnen, ob das wirklich Sinn macht, dass ihr die Immobilie verkauft. Punkt Nummer 4. Belastung in Abteilung 2 prüfen. Wir haben schon grob drüber gesprochen. Belastungen in Abteilung 2, das können persönlich beschränkte Dienstbarkeiten sein, aber auch Grunddienstbarkeiten. Wir sprechen jetzt aber erstmal nur um persönlich beschränkte Dienstbarkeiten, wie zum Beispiel das Wohnrecht oder das Nießbrauchrecht. Klärt bitte vorher ab, ob euer Grundbuch dahingehend noch belastet ist. Es könnte natürlich sein, dass jetzt zum Beispiel für die Schwiegermutter noch ein Wohnrecht eingetragen ist. Da solltet ihr natürlich im Vorfeld schon mal gucken, was ihr dafür braucht, um das Wohnrecht zu löschen. Weil, wenn ihr eine Immobilie verkauft, ist es nämlich so, dass ihr die immer lastenfrei in Abteilung 2 und 3 des Grundbuchs veräußert. Das heißt, ihr seid in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Belastungen rausfliegen. Es sei denn, es ist abgestimmt, dass die Belastungen drin bleiben sollen. Aber in der Regel ist es nicht so. Also schwierige Sache. Da hatten wir auch schon den einen oder anderen Fall, wo das auch mal spannend wurde. Da solltet ihr auf jeden Fall vorher mal reinschauen. Tipp Nummer 5. Belastungen in Abteilung 3 prüfen. Eigentlich genau dasselbe Prozedere, nur vielleicht auch so ein bisschen kniffliger. In Abteilung 3, wir haben auch schon darüber gesprochen, sind natürlich die ganzen Grundschulden, Hypotheken, Reallasten eingetragen. Wir gehen jetzt mal von dem Normalfall aus, dass eine Grundschuld im Grundbuch eingetragen ist. Eine Grundschuld kann von der Bank eingetragen sein ohne Grundschuldbrief. Das wäre gut, weil dann braucht ihr von der Bank quasi nur die Löschungsbewilligung und dann gebt ihr das zum Notar und der kann das löschen. Es gibt aber auch Grundschulden, die eben mit einem Grundschuldbrief eingetragen worden sind. Ein Grundschuldbrief ist quasi eine Urkunde, die man von der Bank bekommt, wenn man das Darlehen dann komplett zurückgezahlt hat. Ist halt ein sehr wichtiges Dokument. Ich blende euch mal ein, wie sowas aussieht. Und das Problem ist, wenn ihr das Darlehen schon vor 20, 30 Jahren zurückgezahlt habt, aber das im Grundbuch noch habt bestehen lassen, weil man kann es ja vielleicht nochmal gebrauchen, ist eine verdammt lange Zeit. Und vielleicht ist es gar nicht mehr so leicht, diesen Grundschuldbrief, den ihr damals bekommen habt, aufzufinden. Das ist natürlich ein Problem, weil ihr könnt nur mit dem Grundschuldbrief die Eintragung dann auch löschen. Wenn es dann darum geht, das Haus zu verkaufen oder die Immobilie, die Wohnung, je nachdem, dann sollte man diese Urkunde schon mal nicht suchen. Was passiert, wenn ihr die Urkunde nicht habt? Wenn ihr die Urkunde nicht habt, dann wird nämlich beim Amtsgericht, das für den Bereich zuständig ist, ein Aufgebotsverfahren gestartet und das dauert 6 Monate. Also 6 Monate lang könnt ihr das Ding nicht verkaufen. Und das ist echt blöd. Also checkt das lieber vorher. Ja, das waren unsere 5 Punkte. Was? Was? Du kannst ruhig sprechen. Ich meine, du musst kein Schild hochhalten jetzt. Du willst, dass wir den 6. Punkt jetzt noch nennen? Den. Die Leute denken, das ist eine Werbeveranstaltung. Ja, wie? Okay, 1 Punkt haben wir noch. Den möchten wir noch nennen. Überlegt doch mal, euch vielleicht mit einem Makler zusammenzusetzen. Ne? Ich kenne da auch einen guten. Hintergrund ist der, wir sehen so viele Objekte über Privatanbieter und über komische Portale. Da sind die Immobilien einfach so schlecht präsentiert. Ich könnte mich jedes Mal wieder neu darüber aufregen, will ich aber jetzt nicht machen. Wenn es doch so Profis gibt, dann sollte man die doch auch dann konsultieren. Ich sag immer, ich backe doch auch nicht meine eigenen Brötchen und gehe lieber zu Maybock, weil da sind die echt gut. Die können das. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja,
dann lass uns gerne einen Daumen oben da. Verlink deine Freunde, wie immer. Und du kannst den Inhalt auch gerne teilen, wenn du der Meinung bist, dass das vielleicht auch deine Leute da sehen sollten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Zeit und ein wunderbares Wochenende. Ich hoffe bei richtig geilem Wetter. Und dann würde ich sagen, bis bald. Wir müssen jetzt den Übergang vom letzten Mal toppen. Man muss nur kreativ sein. Ich habe jetzt den Faden verloren.